Moin und hallo, oder besser gesagt, ho ho ho, herzlich willkommen zu unserem Telekom-Weihnachtsquiz. Ich habe mal vom Weihnachtsmann mir das große HSV-Quizbuch geliehen, denn heute und insgesamt fünfmal geht's richtig rund. Wir haben für euch zwei Teams, nämlich, ich nenne sie mal die Weihnachtselfen, Daniel Heuer-Fernandes und Moritz Heyer, und auf der anderen Seite ein Stück weit die Herausforderer, wie nehmen wir da, die Schlittenhunde vielleicht, Ludovic Reis und Renzo Tibor Königsdörfer. Das sind unsere Teams, das Spiel ist unfassbar simpel. Wir haben eine Kategorie, heute wird es Weihnachtsessen sein, wir haben fünf Fragen. Die Fragen handeln und drehen sich um unsere Mannschaft und es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Dann haben beide Teams kurz Zeit, sich zu beraten, dann müssen sie eine Lösung sagen und am Ende wird ein Team gewinnen. Also, auf geht's. Dann starten wir mit der ersten Kategorie und damit die Jungs hier nicht in mein Quizbuch gucken können, habe ich mich mal kurz in die sichere Ecke versteckt. Jungs, es geht los, die erste Frage. Bei Anzi gibt es an Weihnachten Lachs, Kartoffeln und entweder A, einen großen Schweinebraten, B, Gemüsesuppe oder C, Rotkohl. Jetzt empfinde ich. Ich don't eat Lachs mit Rotkohl, Mann. Oder? In Germany, I think, is Duck, Rotkohl and Potatoes. I would say C. Machen wir sehen. Schweinebraten nicht, glaube ich, weil die haben ja schon Lachs. Deswegen, aber Rotkohl passt eigentlich auch null dazu, ne? Rotkohl auch schwierig. Aber warum Rotkohl gut? Ja, mit Kartoffeln normalerweise, aber mit Lachs. Gemüsesuppe könnte ich mir auch vorstellen. Anzi mag sehr gerne Suppen. Mag Suppen? Mag sehr gerne Suppen. Obwohl, Anzi mag alles davon. Ja, ich wollte gerade sagen, der isst alles. Ja. Aber Rotkohl, immer eine gute Kombination. Eigentlich ja, aber mit Kartoffeln. So, ich will ja nichts sagen hier, aber unsere Schlittenhunde, die sind schon fertig, glaube ich. Jungs, habt ihr eine Antwort? Ja. Seid ihr euch sicher? Okay, ja. Haltet einmal eure... Aber zählst du runter? Ja, das können wir gerne so machen. Also, eure Antwort in 3, 2, 1 und ab in die Kamera. Wir haben Antwort C und Antwort C, Rotkohl. Und ich kann euch sagen, ihr habt beide keinen Punkt. Denn es ist der große Schweinebraten. Oh, I told you, man. Oh, ihr kennt schon den ersten Streit. Ludo war sich so sicher. Hättet ihr mal auf Ludo gehört. Vielleicht läuft es besser bei der zweiten Frage. Wir gehen zu Mario Vuskovic. Und bei Mario gibt es an Weihnachten traditionell Pekka. Ist ja klar. Aber was ist das eigentlich nochmal genau? A, ein Fischgericht. B, ein traditioneller Weihnachtskuchen. Oder C, ein Eintopf. Ah, no. Okay. Wieder kurz Zeit für euch. I think I know. Mario Vuskovic. Wir sind durch. Ludo ist sich sicher. Ludo ist sich sicher. Ludo scheint also der Feinschmecker zu sein. Okay, I hope so. Bist du sicher, Ludo? I hope so. Okay, gucken wir, was die nehmen. Alles klar. Dann nehmen wir dasselbe, ne? Das ging schnell. Also sage ich wieder 3, 2, 1, her mit eurer Antwort. Wir haben einmal B und einmal A. Und zu eurer großen Freude kann ich sagen, ihr habt wieder beide keinen Punkt. Das läuft wirklich ganz wunderbar. Es ist ein Eintopf. Aber wahrscheinlich ein Fischeintopf, oder nicht? Ich sag auch. Vielleicht ist es auch ein Weihnachtskuchen-Eintopf. kann auch sein. Müssen wir Mario mal fragen. Vielleicht können wir es ja nochmal aufklären. Beide Teams, normalerweise würden wir hier den Spielstand einblenden, aber das lohnt ehrlich gesagt noch nicht. Das sind noch sehr schwere Fragen. Ich google schnell, was PK ist. Wenn es ein Fischeintopf ist, dann wissen wir das unter Punkt. Meinst du nicht, dass wir das vorher auch nachgeguckt haben, Phil? Google du mal, wir gehen zur nächsten Frage über. Die dritte Frage, bei wem wird an Weihnachten traditionell Pflaumensaft getrunken? Das ist jetzt wirklich ganz simpel, finde ich. A, Sonny Kittel, B, Laszlo Benes oder C, Tom Mickel? Ich glaub, Tom Mickel trinkt keinen Saft. Der trinkt was anderes. Das ist schwierig. Sonny ist auch so polnisch, ja? Was ist Pflaumensaft? Oh, I don't know in English. You know the purple fruit? Can eat it's
Ein Kern ist da drin. Oh, das ist Sony. Ja? Ja, 100%. Okay. 100% habe ich gerade gehört bei Ludo. Das lief ja bisher auch echt gut mit den 100%. Laszlo ist also from Slovakia, I know. Ah, okay. Also. Wir sind auch bereit. Ihr seid soweit. Eure Antworten in 3, 2, 1. A und B, wieder unterschiedliche Antworten. Bisher hat das ja nicht unbedingt zum Erfolg geführt. Tom Mickel, habt ihr gesagt, ist es nicht. Und ich kann euch sagen, ihr habt damit ausnahmsweise mal recht. Es ist nicht Tom Mickel. Also haben wir einen Sieger und zwar ist es Sonny Kittel und damit haben wir unseren ersten Punkt, den wir vergeben können. 100%, Ludo hatte recht, kennt seine Jungs. Spielstand jetzt 0-1 aus eurer Sicht, das nochmal kurz erwähnt. Mo, wenn du willst, kannst du... Na, wir drehen okay. Das Spiel aber noch, also das ist ja unsere Stärke von daher. Rückstand, uns und euch nichts aus, ne? Genau. Gut, dann wollen wir euch bei eurer Aufregung gar nicht unterbrechen. Die vierte Frage. Worauf freut sich Bascho auf dem Weihnachtsmarkt am meisten? A. Grünkohl, B. Sauerkraut oder C. Gewürzgurken? 100%. Also, das kann ich mir auch gut vorstellen. Nehmen wir den? Ja, wir müssen. Oh. Ja. Okay. Okay, ihr seid, legt ordentlich zu in eurer Entscheidungsfindung, das gefällt mir. Schnelle Entscheidung treffen wir auf dem Platz, dann her mit den Antworten in 3, 2, 1 B und ein auf dem Kopf stehendes C. Wenn das nicht stimmt, dann weiß ich auch nicht. Dann hat er uns gelogen. Der Einzige, der auf der Kirmes Gewürzgurken gegessen hat. Ja, machen wir es kurz und schmerzlos, es ist Grünkohl. Wahnsinn. Und damit haben wieder beide Teams... Kein Punkt. Bei euch würde ich jetzt sagen, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Vielleicht bringen wir das mit 1-0 über die Linie. Bei euch fällt mir kein dummer Spruch ein, da steht die Performance bisher für sich. Aber wir haben ja noch eine fünfte Frage, also wir können noch ein Unentschieden machen. Holt euch den Punkt, sorgt für ein Unentschieden in der ersten Folge von unserem Telekom Weihnachtsquiz. Was ist bei Meffertz an Weihnachten schon einmal passiert? A. Die Weihnachtsente hat im Ofen angefangen zu brennen. B. Der Raclette-Grill ist kaputt gegangen. Oder C. Der Kartoffelsalat war sauer. Schwierig, das erste hört sich ausgedacht an. Mhm. Und das letzte weiß ich nicht eigentlich. Viele machen Raclette. Ja, deswegen. Das muss, wir sind uns einig. Genau. What do you think? Jungs. Ich gucke auf der linken Seite. Also, wir brauchen eure Antworten in 3, 2, 1. A und B. Und die richtige Antwort soll uns Mefo einfach selbst erzählen. Wir gucken einmal kurz ins Video. Hallo liebe Rateteams. Die richtige Antwort ist, bei uns hat fast der Raclette-Grill gebrannt an Weihnachten. Ja, come on. Wunderbar, die Reaktion nehmen wir gleich mit. Wir haben also 1:1 Punkt. Für euch, hinten noch abgegrätscht worden in dieser ersten Folge nach 5 Fragen. 1:1 unentschieden, sowas gibt es bei uns nicht. Also kommen wir mit einer Schätzfrage. Jetzt bin ich sehr, die Stichfrage machen wir hier genau. In der Wand hin, weil besser ist es. Ludo in der Schule schon immer abgeguckt. Jetzt ist Pfeffer drin bei uns, aber es geht nicht um Pfefferkuchen, sondern um Lebkuchen. Das ist unsere Schätzfrage. Wie viele Tonnen Lebkuchen werden jährlich produziert? Das ist sehr, sehr schwer. Ich dachte, du bist so gut in Schätzfragen. Was ist das? Was ist in einem drin? 500 Gramm oder so, ne? Hey, Tom, something. In between. Ja. Ich mach mal ein paar Vorschläge. Eine Tonne. Eine Million Tonne. Vier Tonnen. Ich glaube, eines. 89. 1000 Tonnen, Eistonne. Das ist schwierig, Digga. Also 25 Tonnen. Ich kann es auch nicht einschätzen. Thomas. Hä? Ich kann es auch nicht schätzen. Ne? Da steht aktuell noch nichts. Lass uns auch nicht stressen. Genau. Es ist kein Countdown. Aber den kann ich ja anfangen einzuziehen. Denn ich hätte gerne ein Ergebnis in 5, 4, 3, 2,
1. Na. Niemals. Also ihr sollt jetzt eine Zahl aufschreiben. Was ist das? Das ist eine 20, oder? Ah, okay. Ja, dann zeigt das mal in eure... Nee, na. 800. 800 Tonnen und 20 Tonnen. Es sind 70.000 Tonnen. Lebkuchen. Oh. Ja, danke. Damit geht der Punkt an Ludo und Renzi. Und dann haben sie es in der Nachspielzeit ganz locker und souverän gewonnen. Die erste Folge vom Telekom-Weihnachtsquiz ist entschieden. Wir haben den ersten Punkt. Aber Jungs, keine Angst, ihr könnt schon in der zweiten Folge ausgleichen. Ludo, Glückwunsch zum Punkt. Ich würde gerne mit dir Trikottausch machen, aber das Trikot ist nicht für mich, sondern für unsere Gewinner. Denn ihr könnt das gewinnen. Ein Trikot von Ludovit Reis, original unterschrieben. Einfach YouTube-Channel abonnieren, in die Kommentare schreiben, was ihr esst. Und dann könnt ihr die Glücklichen sein, die dieses Trikot bekommen, was ihr esst zu Weihnachten. Ne? Also wir wollen jetzt hier nicht irgendwie knackigen Salat oder sowas. Also, holt euch das Trikot. Glückwunsch nochmal an dich. Danke.